Hallo, Michael Kotze hier, der Rucksackunternehmer. Und Geld verdienen mit Laptop, willst du auch? Das hört sich doch zu gut an. Ich habe einfach mal bei YouTube geschaut, was es dort gibt. Geld verdienen mit Laptop. Als erster habe ich hier ein, wie du online Geld verdienen kannst, 10 realistische Wege, einfach und schnell. Ich habe das Video noch nicht angeschaut und deshalb schauen wir uns das jetzt gemeinsam an und ich sage dir, hey, funktionieren diese Wege oder nicht? Und ja, wir stoppen mal du ganz. Kannst wirklich online Geld verdienen. Okay, stopp. 17.000 Leute haben sich das Video angeschaut, 39 Daumen runter nur. Also hört sich doch ganz cool an. Okay, schauen wir uns das Video jetzt gemeinsam an. So. In diesem Video stelle ich dir 10 seriöse Möglichkeiten vor. Mit seriös meine ich wirklich seriös. Kein Kurs wie bezahlte Umfragen oder ohne Centbeträge verdienst. Das ist pure Zeitverschwendung. Ich präsentiere dir effiziente Methoden, mit denen du dir langfristig ein Haupteinkommen aufbauen kannst. Natürlich habe ich alle Methoden selber ausprobiert. Oder ein Freund verdient damit. Ich mache ja seit 4,5 Jahren, 5 Jahre Affiliate Marketing und nur Affiliate Marketing. Natürlich die unterschiedlichsten Formen, digitale Güter, physische Güter und so. Aber das ist für mich das beste Business überhaupt. Ein bisschen eigene Kurse habe ich dann irgendwann mal aufgebaut, aber. Mit erfolgreich Geld. Also spreche ich aus Erfahrung. Im Internet gibt es sehr viele Ratgeber, wo jeder von jedem abschreibt. Da kommen Wahnsinnstipps wie zum Beispiel, als sie Gegenstände auf eBay verkaufen. Wow, wirklich? Wenn ich einen Goldbarren verkaufe, kriege ich dafür tatsächlich Geld. Hätte ich niemals im Leben gedacht. Hier kommt mein persönlicher Favorit. Das ist geil. Ja, stimmt. Beim Trödeltrupp finde ich das geil. Oh, die haben so viel Geld gemacht. Verkaufen sie unter Wert irgendwelchen Goldschmuck. Die Webseite Finanzhacker schreibt, man kann mit einem Nebenjob Geld verdienen. Ich bin sprachlos. Darauf wäre ich niemals gekommen. Das Portal macht seinem Namen alle Ehre. Dieser Ratschlag ist ein echter Finanzhack. Finanzhacks sind auch Hunde ausführen, babysitten und vom Nachbar Auto waschen. Rasenmähen. Tipp 38 ist noch besser. Frage nach einer Gehaltserhöhung. Wow, Finanzhacker hat mich wirklich erleuchtet. Geh am Bahnhof Flaschen sammeln. Geil. Komm, machen wir weiter. Sonst dauert das hier zu lange. Kriege ich dafür tatsächlich Geld? Hätte ich niemals im Leben gedacht. Hier kommt mein persönlicher Favorit. Die Webseite Finanzhacker schreibt, man kann mit einem Nebenjob Geld verdienen. Oh, ich bin haben wir schon gesehen. Darauf wäre ich niemals gekommen. Das Portal macht seinem Namen alle Ehre. Dieser Ratschlag ist ein echter Finanzhack. Tipp 38 ist noch besser. Frage nach einer Gehaltserhöhung. Wow, Finanzhacker hat mich wirklich erleuchtet. Aber Spaß beiseite. Ich präsentiere dir in diesem Video nur sinnvolle Methoden. Fangen wir direkt an. Der erste Tipp liegt klar auf der Hand. Du schaust dir gerade ein YouTube-Video an. Und was mache ich? Also ich stehe da und verdiene mit diesem Video Geld. Werde jetzt YouTube-Millionär wie Bibi, Montana Black und so weiter. Cooler Hack. Weiter. YouTube bezahlt mich nämlich für meine Videos. Leider geht das nicht von heute auf morgen. Du musst nämlich 2 Voraussetzungen erfüllen. Erstens, dein Kanal braucht 1000 Abonnenten. Und zweitens, du benötigst eine Watchtime von 4000 Stunden. Das heißt, andere Personen müssen deine Videos mindestens 4000 Stunden lang gesehen haben. Sobald du diese beiden Kriterien erfüllst. Diese 4000 Stunden im letzten Jahr wohlgemerkt. Nicht, dass du sagst, hey, ich habe einen Kanal seit 5 Jahren und hey, ich habe 4000 Stunden zusammen. Nein, in den letzten 12 Monaten. Das ist eine Hausnummer am Anfang. Kannst du die Monetarisierung beantragen. YouTube prüft dann, ob du keine illegalen Inhalte veröffentlichst. Danach kannst du Werbung schalten und mit den Klicks Geld verdienen. Du kannst so mit 50 Cent bis 10 Euro pro 1000 Klicks rechnen. In dieser Spanne liegen die meisten Kanäle. Es sind aber auch höhere Einnahmen möglich. Das hängt von deiner Branche ab. Erzählst du über deinen Alltag, wirst du um die 1 Euro pro 1000 Klicks erhalten. Mit Beauty-Tipps lassen sich schon einmal 4 Euro oder mehr verdienen. In der Finanzbranche können es weit über 8 Euro sein. Hier siehst du mein YouTube-Verdienst für Juni 2019. Das Fachwort für dein Einkommen pro 1000 Klicks heißt CPM. Da hatte ich im Schnitt 12,72 Euro. Im unteren Diagramm siehst du, dass dieser Wert täglich schwankt. Also und geschätzt 217 Euro im Monat, ja. Also als Zusatz ist das schon mal ganz cool. Ja, schauen wir mal weiter. Es hängt von den Themen deiner Videos ab. Meine CPM ist deshalb so hoch, weil du auf einem Finanzkanal bist. Meine Einnahmen fallen nicht vom Himmel. Andere Unternehmen bezahlen YouTube für Werbeeinblendungen. Die Finanzbranche ist besonders großzügig, da es um sehr viel Geld geht und die Konkurrenz enorm hoch ist. Gaming-Videos sind für werbende Unternehmen weniger interessant. Deshalb ist die CPM deutlich niedriger. Ich habe kürzlich ein Video zu meinen Einnahmen veröffentlicht. Du findest es hier oben. Ich erkläre dir dort genau, wie du mit YouTube Geld verdienen kannst. Also schau es dir an, wenn du einen eigenen YouTube-Kanal starten möchtest. Seit Januar 2019 konzentriere ich mich auf YouTube. Ich möchte diesen Kanal aufbauen und immer bessere Finanzvideos veröffentlichen. Du hilfst mir enorm dabei, wenn du meinen Kanal jetzt abonnierst. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Du erfährst immer sofort die spannendsten Finanztipps.
Die 10 Tipps kann man auch schneller rüberbringen, ne? Ich kann diesen Kanal weiter in Kosmos betreiben. Ach ja, und denk dran, die Glocke zu aktivieren, um keinen Aktientipp zu verpassen. Vielen Dank. Ich fokussiere mich jetzt voll auf YouTube. Vorher habe ich als selbstständiger Finanzjournalist gearbeitet. Meine Auftraggeber sagten mir, zu welchem Thema sie sich einen Artikel wünschen. Ich habe ihnen diesen Beitrag innerhalb einer bestimmten Frist geliefert. Der Kontakt lief komplett übers Internet ab. Ich habe meinen Auftraggeber niemals persönlich kennengelernt. 2011 fing... Das hört sich an wie irgendwelche illegalen Sachen. Ich habe den Boss nie kennengelernt, persönlich. Immer nur mehr Mittelsmänner. Ich mit dieser Arbeit an. Damals war ich noch Student und suchte ein kleines Nebeneinkommen. Anfangs arbeitete ich für wenige Euro die Stunde, stieg aber schnell im Gehalt auf. Kommen wir jetzt zur wichtigsten Frage. Wo kannst du deinen Auftraggeber finden? Irgendjemand muss dich ja fürs Texten bezahlen. Zum Einstieg empfehle ich dir zwei Plattformen. Melde dich auf beiden Portalen an und schau, wo du am besten zurechtkommst. Textbroker ist mein erster. Du musst echt gut texten können. Natürlich, ich suche auch ab und zu mal Leute, die was natürlich schreiben können. Kein Fachchinesisch. Spezialisier dich auf jeden Fall SEO-Texte, Verkaufstexte oder so. Dann wirst du ausgebucht sein. Der Tipp für dich. Du reichst bei beiden Plattformen einen Probetext ein. Danach wirst du entsprechend deiner Schreibqualität beurteilt. Je besser du schreibst, desto mehr Geld verdienst du. Ich persönlich finde die zweite Plattform Content.de besser. Der Grund ist ganz simpel. Du kannst da mehr verdienen. Die Plattform vergütet ihre Autoren besser. Zum Einstieg möchte ich dir einen Tipp mitgeben. Schreibe am Anfang alles, was dir unter die Finger kommt. So kannst du dir eine höhere Einstufung erarbeiten. Danach würde ich mich auf ein bestimmtes Thema spezialisieren. 2011 habe ich von Gartentipps bis hin zu Reiseratgebern wirklich alles geschrieben. Danach fokussierte ich mich voll auf Finanzthemen. So sehen auch manche Texte im Internet aus, ne? Die letzten 7 Jahre waren rund 90% meiner Artikel finanzielle Ratgeber. Es sollen so um die 1500 bis 2000 Beiträge zu Finanzthemen sein. Service Flipping ist eine Abwandlung vom Dropshipping. Beim Dropshipping kaufst du Produkte im fernen Ausland günstig ein. Das können zum Beispiel T-Shirts aus China sein. In der Regel kaufen Dropshipper auf Alibaba ein. Ich habe ein Beispiel. Also Dropshipping, du kannst auch mit deutschen Firmen Dropshipping machen oder europäischen. Es sind sehr, sehr viele Leute große Firmen, die das halt für dich versenden. Also immer diese Vorurteile, dass es immer Alibaba geht. Viele Angebote rausgesucht. Ein Musterverbraucher möchte 1000 T-Shirts für jeweils 1 Euro bestellen. Nach dem Kauf stellt er sie auf eBay für jeweils 4 Euro ein. Der Gewinn liegt bei 3 Euro, wobei du weitere Ausgaben wie... Aber ein 4 Euro T-Shirt, klar. Du gehst nach Primax oder keine Ahnung was oder kickst auch für 4 Euro T-Shirt. Also es ist ein hart umkämpftes Business. Hast du die falschen Größen da? Welche Größen laufen bei dir? Die größeren oder die kleineren und so? Und die Farben und so? Hast du dann so einen Ladenhüter, weil du S und M in Grau und in Grün nicht verkaufst oder so? Und du dachtest, hey, das ist voll die Modefarbe und... eBay-Gebühren abziehen musst. Das war jetzt nur ein Beispiel und du sollst auf keinen Fall 1000 T-Shirts bestellen. Ich sage das lieber nochmals, bevor jemand auf falsche Ideen kommt. Aber das grundlegende Prinzip ist nun klar. Die Methode hat einen Nachteil. Die T-Shirts können vom Zoll abgefangen werden. Vielleicht enthalten sie irgendwelche giftigen Stoffe. Ja. Außerdem gibt es öfters Probleme mit dem Markenschutz. Gute Tipps. Deshalb finde ich persönlich das Service-Flipping viel interessanter. Beim Service-Flipping machst du genau dasselbe wie beim Dropshipping. Es gibt nur einen Unterschied. Anstelle von Produkten wie T-Shirts verkaufst du Dienstleistungen. Das können zum Beispiel englische Werbetexte sein. Wie beim Dropshipping kaufst du die Dienstleistung im Ausland günstig ein. Für Service-Flipping sind Portale wie Fiverr super geeignet. Hier siehst du einige Angebote für englische Artikel. Babu307 schreibt mit 300 Wörtern für 4,68 Euro. Ich könnte nun auf eBay englischsprachige Texte für 10 Euro anbieten. Die Differenz von 5 Euro wandert in meine Geldbörse. Natürlich musst du auch hier zusätzliche Ausgaben wie die eBay-Verkaufsgebühren berücksichtigen. Du kannst ja, aber das Flipping für jeden. Dann sind das echt 2 Euro oder so. Und dafür so viel Aufwand, Texte korrigieren, Texte sind schlecht und so. Also, der Dienstleistung anbieten. Grafiken, Texte oder sogar Hörbücher. Der Markt für Freelancer ist enorm. Bei meinem nächsten Tipp nimmst du die Rolle der Bank ein. Du vergibst Privatkredite an andere Verbraucher. Dafür brauchst du Startkapital, das ist doch auch kein Geld verdienen, das ist doch eine Spekulation. Bekommst das Geld zurück und. Übers Internet ist das heutzutage ganz einfach möglich. Es gibt professionelle Plattformen, wo zahlreiche Kredite gebündelt zur Auswahl stehen. Und diese Plattformen sind in der Corona-Krise alle platt. Ein paar existieren noch und zahlen schleppend aus oder überhaupt nicht. Solche Darlehen werden in der Fachsprache übrigens als P2P-Kredite bezeichnet. Es existieren zahlreiche Plattformen für P2P-Kredite. In den letzten Jahren schießen sie wie die Pilze aus dem Boden. Da musst du ganz vorsichtig sein. Ein Darlehen kann nämlich ausfallen und dann gehst du komplett leer aus. Mit P2P-Krediten ist ein Totalverlust deines Kapitals möglich. Es ist eine hochspekulative Anlageform. Behalte das bitte immer im Kopf.
Weniger seriöse Plattformen sieben kaum aus und bieten wirklich jeden P2P-Kredit an. Deshalb bevorzuge ich etablierte Portale wie Mintos. Die Plattform hat sich an seriösen Rufen der P2P-Community ab. Zahlt auch, glaube ich, total schleppend aus. Es ist eine Frage der Zeit, ob du überhaupt das Geld wiederbekommst, ehrlich gesagt. Mach das nicht. Oder du spiegelt. Oh, dann, ja. Arbeitet und arbeitet selber hochprofessionell. Das ist die Startseite von Mintos. Ich bin ein bisschen nach unten gegangen, da ist dort wertvolle Informationen. Ich spule mal vor. Seit 2015 wurden über 2,7 Milliarden Euro in Darlehen investiert. Es gibt weit mehr als 159.000 eingetragene Investoren. Im Schnitt erzielen Anleger bei Mintos eine Rendite von 12,18%. Die potenzielle Rendite ist sehr hoch. Viele Banken zahlen fürs Sparbuch derzeit nur 0,01%. Nochmal ein Tipp. Umso höher die Rendite ist, umso gefährlicher ist das. Weil Zinsen sind immer ein Risikoaufschlag. Wenn etwas total sicher ist, dass du das Geld zurückbekommst, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen zurzeit, bekommst du keine Rendite dafür. Und umso mehr, wenn du dann irgendwann mal 20% bekommst, ist halt die Chance auf einen Totalverlust echt hoch. So, play. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller hier. Dafür ist das Sparbuch eine sehr sichere Geldanlage. Mintos hingegen zählt als Hochrisikoinvestment. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Bei P2P-Krediten vergibst du Darlehen an andere Verbraucher. Es wäre sehr kompliziert, jeden einzelnen Kreditnehmer einzeln zu prüfen. Mintos hat diesen Prozess zu deinem Vorteil stark vereinfacht. Du musst nicht jeden Kreditnehmer um seine Unterlagen bitten. Mintos stellt diese Daten kompakt gebündelt zur Verfügung. Du stehst links, rechts der Kreditnehmer. Ein Kreditnehmer hat zum Beispiel einen Autokredit aufgenommen. Mintos nimmt die Rolle als Mittel ein. Der Kreditgeber bewertet den Antrag und leitet den Kreditnehmer das Darlehen. Anschließend stellt der Kreditgeber das Darlehen auf Mintos ein. Nun kannst du dich an diesem Kredit beteiligen. Hier siehst du eine Liste mit Beispielangeboten. Ich habe rein zufällig ein Darlehen markiert. Es geht um eine Hypothek in Spanien. Es können bis zu 15.653,60 € investiert werden. Dafür gibt es 6% Zinsen. Schauen wir uns das Angebot näher an. Der Kreditgeber ist Fyroff. Er möchte 40% seiner Anteile verkaufen. 15% der Anteile bleiben weiterhin in den Händen des Kreditinstituts. Das ist sinnvoll, denn damit bleibt der ursprüngliche Kreditgeber am Darlehen und damit auch im Risiko beteiligt. Es existieren sogar weitere Details zum Darlehen. Du kannst dir die Immobilie genau ansehen. Es gibt sogar eine Bewertung in Höhe von rund 112.000 Euro. Bei Mintos gibt es also keine leeren Worte, sondern aussagekräftige Zahlen. Unten in der Beschreibung habe ich dir Mintos verlinkt. Sei schnell, denn du erhältst heute einen Bonus von 1% auf deine Rendite. Du kannst ab 10 Euro mit dem Investieren beginnen. Also klick rein. Affiliate Marketing ist eine effektive Methode. Dabei bewirbst du ein bestimmtes Produkt. In der Regel erhältst du... Affiliate Marketing ist das geilste Business. Du hast kein Risiko. Du kannst ohne Startkapital starten. Dafür ein Affiliate-Link. Klickt eine Person auf genau diesen Link und kauft das Produkt, wirst du mit einer Provision belohnt. Ich habe mehrere Seiten fürs Affiliate Marketing aufgebaut. Ein Beispiel ist Alkotiv. Dort mache ich Tests zu Alkohol wie Wodka oder Gin. Ich habe aber nur ein paar Artikel geschrieben. Wollte schauen, wie das so läuft. Ganz ehrlich, gute Idee. Scheiße umgesetzt. Diese roten Banner zu Amazon und so. Und also es geht besser. Aber die Idee ist schon mal gut. Es war eher ein kleines Spaßprojekt. Das sieht man daran, dass ich seit über 2 Jahren nichts mehr gemacht habe. Das Geschäftskonzept ist schnell erklärt. Ich habe die Webseite auf bestimmte Keywords optimiert. Wodka-Test zum Beispiel ist ein Keyword. Tippt in Google jemand dieses Keyword ein, erscheint mein Artikel. Die Person klickt meinen Beitrag an und landet dann auf dieser Seite. Ich habe diese Produkte extra groß platziert, damit sie nicht zu übersehen sind. Klickt jemand auf den Amazon-Link und tätigt eine Bestellung, erhalte ich eine Provision. Du kannst Affiliate-Marketing mit jeder Idee verbinden, denn es gibt zu praktisch allen Themen irgendwo ein Affiliate. Wenn du kreativ bist, unendliche Weiten. Programm. Amazon PartnerNet, das Affiliate-Programm von Amazon, ist sehr beliebt. Du kannst jedes Produkt von dieser Plattform bewerben und Provision kassieren. Aller Anfang ist schwer. Deshalb ich habe dafür sogar einen eigenen Videokurs, JetZ Affiliate System. 120 Videos, wo du einfach Schritt für Schritt alles von mir erklärt bekommst. Dann möchte ich dir einen Tipp mitgeben. Erstelle eine Webseite und fange zu bloggen an. Bei WordPress ist das ein Kinderspiel. Du kannst dann am Rand der Webseite deine Buchempfehlung vorstellen. Schreib auch zusätzlich einen Artikel mit deinen Top-Büchern. Wenn du zum Beispiel übers Angeln bloggst, stellst du eben die 3 Top-Bücher über Fische vor. So lassen sich häufig schnell erste Einnahmen erzielen. Ansonsten schauen Google nach interessanten Partnerprogrammen. Tippe den Namen des Unternehmens mit dem Stichwort Affiliate in Google ein. Das geht auch mit einem allgemeinen Suchbegriff wie Angeln. Ich habe das einmal für dich gemacht. Du erhältst viele interessante Affiliate-Partnerprogramme. Mein nächster Tipp sind Videokurse. Heutzutage kannst du dein Wissen ganz... Videokurse, bitte als Anfänger, mach kein eigenes Infoprodukt. Dieser Videokurs zu erstellen, das ist relativ einfach. Nennbar-System, bla 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 und dann... Aber das Marketing ringsrum, da musst du echt schon Erfahrung haben. Fang mit Affiliate-Marketing an. Wenn du das ein Jahr kannst und weißt, worauf es ankommt, mach dann deinen eigenen Videokurs. Du wirst scheitern. Oder du kaufst dir bei mir ein Coaching. Und das ist teuer. So, schauen wir mal weiter. Ganz einfach zu Geld machen.
Hierfür musst du kein promovierter Mathematiker sein. Denk einfach darüber nach, was du gut kannst. Bist du ein Talent im Angeln, reicht das schon aus. Du kannst dein Wissen mit der Angel-Community teilen. Es können auch lockere Themen wie zum Beispiel Flirt-Tipps oder Beauty-Ratschläge für Männer sein. Du musst nur den Mut aufbringen, dich vor die Kamera zu stellen. Manche haben Angst davor, aber ich kann dich beruhigen. Als ich den Kanal angefangen hatte, war ich eine rhetorische Null. In der Schule und im Studium habe ich mich vor Präsentationen gedrückt. Ich habe immer die anderen präsentieren lassen. Mit jedem YouTube-Video fühle ich mich nun sicherer. Aus den Kommentaren nehme ich ebenfalls sehr viel Feedback mit. Deshalb empfehle ich dir, ganz einfach anzufangen. Erstelle 2 oder 3 Videos zur Probe und bitte deine Freunde um Tipps. Das reicht bereits schon aus, um die gröbsten Fehler zu beseitigen. Kommen wir nun zur Vermarktung. Irgendwie musst du ja mit den Videokursen Geld verdienen. Am einfachsten geht das über E-Learning-Plattformen. Dort kannst du deine Videoserie direkt hochladen. Die Plattformen sind für hilfreiche Tutorials bekannt. Deshalb suchen dort viele Menschen nach interessanten Kursen. Als erste Plattform möchte ich dir Udemy vorstellen. Du wirst dort pro Sale bezahlt. Je mehr Produkte du verkaufst, desto mehr Geld verdienst du. Das ist die bekannteste Video-Learning-Plattform in Deutschland. Alternativ kann ich dir Skillshare empfehlen. Das Portal verfolgt einen anderen Ansatz. Du wirst anhand der gesehenen Minuten vergütet. Je länger sich deine Zuschauer deine Videos ansehen, desto mehr Geld verdienst du. Hast du ein besonders langes Produkt, könnte Skillshare die bessere Wahl sein. Udemy ist in Deutschland jedoch bekannter als Skillshare. Da sind tendenziell höhere Einkünfte möglich. Dafür ist Skillshare stark im Kommen. Du kannst dir frühzeitig eine starke Position aufbauen, wenn du auf diesen Anbieter setzt. Auf Skillshare kannst du mit englischen Videos deutlich mehr Personen erreichen. Wenn du Englisch beherrschst, würde ich dir raten, deine Inhalte auf Deutsch und Englisch anzubieten. Einen Tipp habe ich noch für dich. Auch beim Affiliate-Marketing, wenn du eine zweite Fremdsprache kannst, es hindert sich dich keiner, eine zweite Website in Französisch, Spanisch oder so zu machen. Von nichts kommt nichts. Deshalb empfehle ich dir, deinen Videokurs zu promoten. Poste in Facebook, dass du einen Kurs anbietest. Beteilige dich in Foren und Facebook-Gruppen, wo sich eben deine Zielgruppe aufhält. Sprich mit dem Admin, ob du deinen Kurs bewerben darfst. Außerdem rate ich dir, eine eigene Webseite zu erstellen. So eröffnen sich dir viele... Also einfach und schnell. Also das mit den Videokursen ist nicht schnell. ...spannende Wege. Du kannst deinen Videokurs bewerben, Affiliate-Marketing betreiben oder über die Google-Suche neue Kunden gewinnen. Meine nächste Methode ist eng mit den Videokursen verwandt. Anstelle von Videos schreibst du einfach E-Books. Wer sich nicht traut, ein Video aufzunehmen, tut sich mit Büchern häufig leichter. Ich kann mich nur wiederholen. Traue dich und produziere ein Video. Da hast du viel höhere Erfolgschancen als mit deinem E-Book. Die Konkurrenz im Videobereich ist nämlich viel niedriger. Aber keine Sorge, mit E-Books lässt sich nämlich auch Geld verdienen. Das Prinzip ist dasselbe wie bei Videos. Du erstellst ein virtuelles Buch und lädst es auf ein Portal hoch. Anschließend wirst du pro Verkauf bezahlt. Also selbst ich habe das mal getestet. Ich habe die E-Books schreiben lassen und es sind schon ein paar Euros jeden Monat, die passiv reinkommen. E-Book hochladen ist auch keine Raketenwissenschaft über Amazon. Amazon macht alles und überweist mir Ende des Monats mal ein paar Euro. Ja, kann sich echt lohnen. Einige Portale vergüten anhand der gelesenen Seiten. Wie bei Videos solltest du aktives Marketing betreiben, um deine Verkäufe zu pushen. Amazon Kindle ist für E-Book-Verkäufer die erste Wahl. Du kannst Bücher zu jeder Kategorie einstellen. Amazon hat einen enormen Vorteil. Über 50% der Produktsuchen laufen über diese Plattform ab. Damit hat Amazon sogar den Suchgiganten Google überholt. Deshalb ist es clever, auf Amazon als Verkaufsplattform zu setzen. Ich sehe Kindle als wichtigste Plattform für Autoren an. Und weißt du was? Es gibt dort eine versteckte Vergütungsoption. Was viele Autoren nicht wissen, es existiert ein sogenanntes Select-Programm, wo du nach gelesenen Seiten vergütet wirst. Die Vergütung schwankt jeden Monat, da sie von einem Fonds abhängt. Laut diesem Beispiel kannst du für ein 100-seitiges Buch, das 100-mal komplett gelesen wird, 1.000 Euro erhalten. Die Summe kann höher oder niedriger ausfallen. 1.000 Euro sind jedoch ein solider Richtwert. Ich würde meine Bücher nicht auf anderen Plattformen veröffentlichen. Du erhältst manchmal eine höhere Gewinnbeteiligung, aber die meisten Menschen nutzen Amazon zur Buchsuche. Dort kannst du deutlich mehr Leser erreichen. Anstelle von E-Books kannst du auch einen eigenen Blog starten. Dann musst du nicht gleich ein ganzes E-Book schreiben. Du kannst dich dann von der VG Wort für deinen Artikel bezahlen lassen. Die Verwertungsgesellschaft steht unter der Staatsaufsicht des Deutschen Patent- und Markenamtes. Sie sorgt dafür, dass Autoren und Verlage eine angemessene Vergütung erhalten. Sagen wir, du schreibst ein Buch. Bibliotheken bieten es dann zum Verleih an. Dann muss der irgendwie vergütet werden. Es wäre ja unfair, da die Bibliothek von deiner geistigen Arbeit profitiert. Die VG Wort sorgt für einen finanziellen Ausgleich für Gerechtigkeit. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Auch Blogger erhalten von der VG Wort Geld für ihre Texte. 2018 gab es für jeden Blogbeitrag 35 Euro. Dafür musst du eine Voraussetzung erfüllen. Der Text benötigt mindestens 1.500 Aufrufe. Um diese Aufrufe zu sammeln, hast du ein ganzes Jahr Zeit. Interessant ist, dass es im Vorjahr nur 29,40 Euro waren. Der mögliche Verdienst scheint sich sogar zu erhöhen. Die Anmeldung für VG Wort erfolgt über Tom. Du kannst deinen Artikel jedes Jahr aufs Neue vergüten lassen. Sagen wir, ein Autor schreibt ein Evergreen, wie zum Beispiel 7 Angeltipps für Anfänger.
Das Thema ist auch noch in 10 Jahren aktuell. Für diesen Artikel erhält der Autor jedes Jahr eine Vergütung, sofern er die 1500 Aufrufe knackt. Social Trading ist meine nächste Methode. Trading an sich ist hochspekulativ und riskant. Du kannst dein komplettes Geld verlieren. Es gibt jedoch einen Weg. Also wenn der jetzt sagt, eToro, oh, ich weiß nicht, hab das auch schon mal gemacht, ist echt kompliziert und du musst echt gute Leute finden, denen du dann folgst beim Social Trading. Und oft haben die dann so 1-2 Monate eine Glückssträhne und dann auf einmal verspekulieren sie und dann hast du auf einmal echt viel Geld verloren. Wie du das ohne Kapitaleinsatz machen kannst. Das Portal nennt sich Wikifolio. Hier siehst du die Startseite. Bei Wikifolio darfst du selber Fondsmanager spielen. Du stellst im Wikifolio nach deinen Wünschen zusammen. Das kostet dich keinen Cent. Du startest mit fiktiven 100.000 Euro. Das ist natürlich Spielgeld. Dann kannst du dir mit diesem Spielgeld Aktien, Fonds oder Zertifikate kaufen, wie du es dir eben wünschst. So sieht ein Beispiel Wikifolio von mir aus. Ich habe sündige Aktien genannt, weil dort Wertpapiere von moralisch verwerflichen Unternehmen enthalten sind. Alles auf Spielgeldbasis. Du kannst in Wikifolio jedoch investierbar machen. Dafür musst du einige weniger strenge Voraussetzungen erfüllen. Im Anschluss können andere Personen echtes Geld in dein Wikifolio investieren. Dein Wikifolio wird dann in Euro umgerechnet. Wenn dein Wikifolio um 10% steigt, weil deine Aktien gut laufen, gewinnt auch der Anleger 10%. Allerdings zahlt der Investor für deine Trading-Künste eine Gebühr. Ich habe sie dir rechts markiert. Ich habe 5% eingestellt. Es ist noch weit über 10% möglich. Von diesen Einnahmen geht ein Teil an die Plattform. Den Rest behältst du. Wenn du dich für Börsen und Finanz... Keine Ahnung, finde ich nicht gut. Interessierst. Ist Wikifolio eine spannende Idee? Du gehst in Wikifolio kein Risiko. Jetzt sollte man noch ein Knaller kommen. Deine Einnahmen kommen nämlich von anderen Personen, die in dein Wikifolio investieren. Und in der Beschreibung habe ich Wikifolio für dich verlinkt. Also klick rein. Die Registrierung ist absolut kostenfrei. Du möchtest nebenher Geld verdienen? Dann habe ich eine Idee, die in Deutschland kaum jemand kennt. Und zwar kleinere Gigs. In den USA ist die Plattform Fiverr sehr beliebt. Du kannst dort Gigs jeglicher Art anbieten. Das sind Services wie Blogartikel oder Übersetzungen von Englisch auf Deutsch. Anfangs ist es eher ein Nebeneinkommen. Je mehr positive Bewertungen du erhältst, desto höher die Nachfrage. Fiverr, damit kannst du echt gut Geld verdienen, aber du bist natürlich mit Leuten aus Asien und so in Konkurrenz, gerade bei Grafiken und so. Und die sind sehr, sehr günstig und haben eine super Qualität. Also solltest du echt gucken. Aufträgen. Bringst du Einsatz und Geduld mit, wird dein Einkommen stark ansteigen. Der Markt für Gigs ist groß. Hier siehst du einige Personen, die Karikaturen anbieten. Du kannst sogar verrückte Talente vermarkten. Einige Mitglieder bieten an, dass sie für dich beten. Den Service gibt es ab günstigen 4,67 €. Mit Fotos lässt sich ebenfalls Geld verdienen. Dafür brauchst du keine Profikamera. Das Smartphone reicht vollkommen aus. Du schießt einfach nur spannende Fotos. Vor allem Urlaubsaufnahmen sind sehr interessant. Aber du kannst es mit allen möglichen Motiven wie... Die Zeit mit Fotos ist eigentlich auch vorbei. So, ich gehe jetzt hier einfach mal raus. Also mit Fotos... Das ist auch echt so ein Massengeschäft. Ja, es gab die Zeit, da konntest du richtig viel Geld damit verdienen. Aber es gibt so viel Gratis-Fotos und so. Und viele bezahlen für Fotos auch gar nicht mehr oder haben eine Flatrate oder so. Dass du dich da... Entschuldigung. Dass du dich da echt konzentrieren musst und ein Business aufbauen. So einfach mal so 3 Fotos hochladen und dann damit Geld zu verdienen. Du wirst kein Geld mit den 3 Fotos verdienen. Brief und Siegel. Also... Im Großen und Ganzen sind ein paar coole Tipps dabei. Auch das mit der VG Wort ist ganz gut. Wenn du Blogger bist, hast mehr als 1500 Aufrufe und das ist ja pro Beitrag. Also wenn du dann halt hunderte Beiträge hast nach 3 Jahren, könnte sein, dass dann halt du für alle Beiträge Geld verdienst, wenn du viel Traffic auf deinem Blog hast. Also sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt raus. Mein Name ist Michael Kotzur und abonniere einfach meinen Kanal. Ciao.